immer wieder mit der Emirates in der First Class Suite unterwegs gewesen im A380. Und ich darf euch hier einen kleinen Zwischenreport zeigen. Wie war denn die aktuelle Qualität? Insgesamt ist das Check-in-Prozedere ein gutes, das funktioniert alles. Die Fast-Track-Geschichte funktioniert. Die Lounge ist in einem guten Zustand. Man hat also hier die Möglichkeit, auch immer eine First Business Lounge zu besuchen. Das ist ein Standardprogramm bei Emirates. Das heißt, Gäste, die die Business buchen, sowie die First, haben die Möglichkeit, eine Lounge zu probieren. Ein Vorteil könnte vielleicht für welche sein, die den Priority Pass haben, denn an speziellen Airports, Flughäfen, gibt es ja die Möglichkeit, auch Priority Pass Lounges zu besuchen. Dann ist man nicht so von der Emirates Lounge abhängig, denn es gibt sicherlich auch Airports, wo die Emirates Lounge vielleicht nicht so top ist, wie das jetzt in diesem Falle bei diesem Flug jetzt von Bangkok nach Dubai war. Die Flugqualität insgesamt, darüber gibt es diesmal ein bisschen mehr zu erzählen, denn ich finde, es wird Zeit, dass Emirates die Mitarbeiter an Bord abschafft. Wir brauchen dort in der First Class keine Mitarbeiter, die erstens mal keine Lust haben zu arbeiten, zweitens die einen schlechten Service machen, und ich kann das auch an einem wirklichen klaren Beispiel festmachen. Denn Emirates hat ein ausgezeichnetes First Class Produkt. Diese gesamte Airbus A380 First Class ist fantastisch. Es gibt den Shower Room und auch da gibt es ja einen Mitarbeiter, meistens eine Mitarbeiterin, die aus den Philippinen kommt und die dort uns verwöhnt. Also auch hier habe ich zwar auch schon das ein oder andere negativen Erlebnis, aber in den meisten Fällen sorgen die dafür, dass die Dusche gut vorbereitet ist, und wenn wir dann in den Duschbereich gehen, ist das alles schön sauber, alles vorbereitet, sodass wir das angenehm machen können, und anschließend für den nächsten Gast wird das schon wieder vorbereitet. Außerdem helfen diese Mitarbeiter auch beim Service. Und wir hatten den Fall, dass gerade jetzt bei diesem First-Class-Flug die, ich glaube, 14 Sitze oder 14 Suiten, dass die komplett ausgebucht waren, aber die Hälfte allein schon am Schlafen war. Heißt also, da brauchten diese Mitarbeiter, diese drei, die dafür zuständig sind, brauchten schon gar keinen Service machen, weil die alle am Schlafen waren. Dann gab es welche, die haben Fernsehen geguckt und die haben nur so kleine Häppchen gegessen. Und bei mir war es diesmal so, dass es endlos lange gedauert hat, bis überhaupt jemand kam. Und dann waren, und das ist dann der Punkt, ich stehe ja dann zwischendurch auf, um rauszugehen, wo ist das Problem? Und dann ist das Problem, dass diese Mitarbeiter mit sich selbst beschäftigt sind. Dann haben die selbst sich getroffen, dann haben die gequatscht, dann haben die gegessen und getrunken und waren mit sich selbst beschäftigt, statt mit uns Gästen. Und darum ist dies heute das erste Video, wo ich klar und deutlich mich artikuliere und auch eine Botschaft an Emirates schicke. Ich würde mir in der Zukunft wünschen, dass wir bei Emirates in der First Class maximal noch eine Person haben, die für technische Dinge zuständig ist, wie zum Beispiel der Fernsehbildschirm funktioniert nicht, der Sitz funktioniert nicht, dass diese Mitarbeiter, die dort zuständig sind, das einstellen können und dass es jemand gibt, der für die Programmierung von der Essenszubereitung etc. vom Self-Terminal dann zuständig sein würde. Heißt also, alle anderen Mitarbeiter sind unnötig, weil mindestens 90% der Mitarbeiter so schlecht sind, dass sie es nicht schaffen, uns das Catering, was ja der Caterer vorgibt, uns so zu präsentieren, wie es auf den Punkt ist. Ich habe von 100 Emirates-Flügen vielleicht 2 Flüge dabei, wo es Mitarbeiter schaffen, das Essen mit Service, mit Qualität so zu präsentieren, wie es sein soll. Alle anderen 98 Flüge sind so grottenschlecht im Service, dass ich sage, es wäre besser gewesen, wir hätten alles selbst gemacht. Und ich sage auch, wie und warum. Wenn es nicht mal mehr möglich ist, dass ich zu einem Mitarbeiter sage, bitte bringen Sie mir doch ein Sprudelwasser, Eiswürfel in einem separaten Glas und Zitrone bitte auch extra. Und diese Mitarbeiterin hat nichts Besseres zu tun, als mir das Mineralwasser mit Eiswürfeln und Zitrone in einem Glas zu bringen. Und wenn ich dann sage, aber ich wollte es doch extra haben, ach ja, das tut mir ja so furchtbar leid und das mache ich Ihnen sofort fertig, darauf verzichte ich. Darauf will ich in Zukunft verzichten. Ich kann nur hoffen, dass Emirates diese Botschaft wahrnimmt und dass man versteht, dass wir Gäste, wir Premium-Gäste, keinen Bock mehr haben auf diesen schlechten Service. Lieber machen wir unseren Service in der Zukunft selbst. Das bedeutet, wenn wir also eine KI-gesteuerte Automatik haben, die wir programmieren können, wo wir sagen, wir nehmen das Essen hier raus, schieben es da rein, drücken auf einen Knopf und bekomme dieses Essen auf den Punkt fertig. Oder ich habe hier Kaviar drin, dann drücke ich auf den Knopf und dann bekomme ich meine Portion Kaviar. Und wenn ich Champagner möchte, drücke ich hier auch auf einen Knopf und dann geht diese Automatik los, die mir den Champagner einschenkt. Ich möchte, dass es eine Self
Flight First Class wird, wo wir Gäste es selbst uns besorgen können, wo wir uns den Service selbst raussuchen können und wo es einfach dann wieder zur Freude zurückkommt und wir uns nicht irgendwelchen schlechten Mitarbeitern, die keinen Bock haben, keine Zeit haben, uns auch noch schlecht machen, dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen und wenn wir dann auch noch Kritik äußern, sie uns auch noch so ein mieses, negatives Gesicht gegenüber dann zeigen. Bedeutet nichts anderes. Ich habe einen Emirates First Class Flug in der A380 erlebt. Die Hardware ist fantastisch. Wirklich. Immer noch ein gigantisches First Class Produkt. Wenn ich da sitze in dieser kleinen Suite, Platz, großer Fernseher und wenn technisch alles funktioniert, dann kann ich den Sitz so verstellen, dann habe ich meine weichen Kissen, ich kann schlafen, ich kann so viele Dinge tun, die unglaublich schön sind und die das Emirates First Class Erlebnis zu einem der besten First Class der Welt machen. Also meine drei Number One First Class sind Emirates, die Singapore Airlines und Japan Airlines. Und es ist wirklich ein so fantastisches Vergnügen, dass leider die Mitarbeiter das alles zerstören. In diesem Moment, wo die einfach keine Lust haben, wo die nicht mehr bei der Sache sind, wo sie sich mit sich selbst beschäftigen und es doch unmöglich sein kann, dass ich vorne in den Bereich komme, wie zum Beispiel da, wo der Spa-Bereich ist. Ich habe also links und rechts die beiden Duschen, dann habe ich diesen Spa-Bereich, auch wo ich mir dann so selbst die Selbstservice machen kann. Weder irgendein Toast, noch irgendein Apfel, keine Produkte mehr da. Es hat sich niemand darum gekümmert, dass ich dort im Self-Service-Bereich ja, mir die Dinge aussuchen kann, weil einfach nichts mehr da war. Es waren keine Äpfel da, es gab keine Sandwiches mehr, frisches Obst war nicht da. All diese ganzen Dinge, die wir ja als so zwischendurch, wenn wir sagen, ach, wir gehen auf Toilette und dann nehme ich mir noch irgendwas Schönes mit. Nichts vorbereitet, Reste von irgendwas. Und ich muss sagen, einen so schlechten Service habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Es war wirklich unterirdisch. Und deswegen bin ich jetzt ab sofort auf dieser festen Überzeugung. Wenn wir diese Mitarbeiter nicht mehr haben in Zukunft und wir uns im First-Class-Segment diesen Service selbst machen können, dann haben wir als Gäste in einem fantastischen Produkt von Emirates sicherlich mehr Freude, als wenn wir uns permanent mit irgendwelchen Mitarbeitern auseinandersetzen müssen, die nur negative Vibrations zu uns bringen und zu dem tollen Erlebnis, was ja eigentlich das Emirates-Produkt verspricht, nichts dazu beitragen als nur negative Stimmung. Und darum hoffe ich jetzt sehr, dass dieses Video auch ein Auslöser ist und ein Anfang ist, dass Emirates darüber nachdenkt, wie weit kann man das First-Class-Produkt in einen Self-First-Class-Bereich umwechseln. Ich kann mir vorstellen, dass Kaviar, das Essen, dass diese Dinge von uns leicht bedienbar, dass wir das selbst machen können. Oder ich sage ja, eben eine Person da ist, die uns bei einer Frage hilft, einen gewissen Knopf zu drücken. Oder wenn es technische Probleme gibt, dass die sich um diese technischen Probleme kümmert. Alles andere, auf was ich nicht verzichten möchte, ist diesen fantastischen Filipino-Service, der von diesen Mitarbeitern gemacht wird im Bereich der Schauerraume, dass ich dort von denen weiterhin natürlich diesen tollen Service haben möchte. Aber die Qualität der Flight-Mitarbeiter, der Flug-Attendants mit Bereich der Flugmanager ist zu 90% so negativ schlecht, dass ich wirklich in Zukunft auch schon selbst sage, bringen Sie mir bitte etwas Kaviar, machen Sie mir noch, ich weiß nicht, ein paar Chips dazu und dann lassen Sie mich zufrieden. Darum ist die Game Changer sicherlich auch in der Zukunft ein Erfolgsprodukt, weil da kann ich die Tür zumachen und muss mir diese schlechten Vibrations von diesen negativen Mitarbeitern bei Emirates nicht antun, weil ich einfach die Tür zumache und sage, das ist jetzt privat. Was bleibt also? Ein Emirates First Class Produkt in der Hardware top, in der Software flop.